Ewiger Vater, bei dir ist jeder willkommen, der Gott fürchtet und das Rechte tut. Wir bitten dich, gib uns die Kraft, so zu lieben, wie du uns geliebt hast. Erleuchte unser Verständnis für den Glauben, so dass wir nicht mehr Knechte, sondern deine Freunde sind. Lass unser gläubiges Bemühen und unsere guten Gedanken, Worte und Taten Frucht bringen und nicht vergebens sein. Wir bitten dich auch für unsere Erstkommunionkinder und die Firmlinge. Lass sie gemeinsam mit ihren Familien einen starken und lebendigen Glauben bekommen. Wir bitten dich für alle, die in Not sind, damit sie deine liebende Hilfe erfahren. Berufe viele zu Priestertum und Ordensstand, lass sichtbar werden in ihrem Leben, dass du sie erwählt hast und dazu bestimmt hast, dass sie Frucht bringen. Für unsere lieben Verstorbenen, Herr, vergib ihnen Sünde und Schuld und nimm sie auf in dein himmlisches Reich. Legen wir alle unsere Sorgen und Anliegen bei Gottes Mutter ans Herz. Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit.